Wissen Sie, was Sie eben getan haben? Durch Ihre verdammte Torheit bleibt er vielleicht am Leben. Ich hoffe, dass er es übersteht. Und was wird man mit Ihnen tun? Und mit Jessica, wenn er zur Polizei geht? Glaubst du etwa, das kann mich noch schrecken? Und ob es Sie schreckt? Verschwinde und lass mich allein. Nein, mich kann man nicht fortschicken, Dr. Franklin. Warum haben Sie sich das nicht überlegt, bevor Sie sich in Dinge einmischten, mit denen Sie nichts zu tun haben? Nein, ich habe noch mit Ihnen zu reden. Und Sie werden meinen Befehl befolgen. Hören Sie mir zu. Ich sagte, hören Sie mir zu, Doktor. Ja? Sie werden sich erkundigen, ob er tot ist oder nicht. Das ist ausgeschlossen. Sie brauchen nur hinzugehen und zu fragen. Und was tun wir, wenn er noch lebt?